Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Grandia. Noch schnell einen Schluck getrunken und jetzt geht's los. Ich hatte ja angekündigt, dass ich noch offscreen ein bisschen was machen werde. Nämlich noch ein bisschen Wasser skillen. Es hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Fina ist von Stufe 12 auf 13 hoch. Ja, das Problem ist, dass ich das ja nur so lange machen kann, bis ja sozusagen die Magiepunkte aufgebraucht sind. Weil da, wo ich das Geld halt gemacht habe, kein Speicherpunkt ist. Ich könnte natürlich dann immer wieder in den Gasthof zurück und dann wieder dahin, aber das wäre mir zu umständlich. Vor allen Dingen, als ich zurückgegangen bin gestern, ist mir dann noch Folgendes passiert. Ich bin dann noch bei Monstern in den Hinterhalt geraten und ich war natürlich so angeschlagen, dass dann gleich so draufgegangen ist. Naja, egal. Also auf jeden Fall, Fina hat eine Wasserstufe höher, aber ich meine, wie gesagt, ich gehe da jetzt jedes Mal wieder hin und wenn wir jedes Mal eine Wasserstufe höher kommen, ist das ja auch gut. Und durch die ganzen Dungeons gewinnen wir auch immer wieder Magiepunkte hinzu. Das heißt, es wird dann immer, immer mehr Möglichkeiten geben zu zaubern und gut. Justin, dem hatte ich auch Wasser gegeben und ich habe das von 1 auf 3 gemacht. Zuerst ging es nur bis von 1 auf 2 mit seinen Magiepunkten, aber ich habe dann noch die 3 Makoller, die wir in unserem Inventar hatten, habe ich dann noch benutzt und dann hat er ja Schlummer gelernt und Heilen. Das ist das mit Wasser 3 und Erde 2, das ist im Grunde genau das gleiche wie Gegengift, also ist halt Gift bei einem Charakter von uns. Und das ist sehr nützlich, weil jetzt brauchen wir kein Gegengift mehr. So. So, und jetzt wollen wir mal da hingehen. Ich zeige euch das mal, wo ich das gemacht habe. Werde das jetzt aber nicht nochmal machen, weil weil ich halt die Magiepunkte jetzt für den Dungeon brauche, weil der auch relativ groß ist, beziehungsweise relativ viele Monster da unterwegs sind. So, und zwar, kümmern wir uns immer erstmal um die Gegner. Ich weiß nicht, ob das waren, bei denen ich in den Hinterhalt geraten bin oder noch andere. So, und Zu ist mal als erstes dran. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich mach gleich Freudensprung, Juhu und Juha zusammen. Zu ist mal als erste dran. Juhu. So, dann machen wir gleich mal Feuersäule, damit Suma ihren Feuerzauber ein bisschen geskillt kriegt. Tja, und Gatwin und Justin können jetzt ein Wettrennen machen, wer zuerst beim Gegner ist. Ja, das Rennen hat eindeutig Justin gewonnen. So. Ja, es dauert nicht mehr allzu lang, dann lernt Zu Flammengeschoss. Sehr schön. Allerdings fürchte ich, dass sie das dann wohl nicht können wird. Was gut ist, dadurch, dass ich jetzt Wasser geskillt habe, hat Justin, sieht ihr hier, Stufe 3, hat er jetzt 9 Zauberpunkte, das heißt, er kann jetzt Flammengeschoss endlich machen. Okay, und Zu könnte es auch machen. Müsste sie jetzt nur mal, das lernen. So, genau, bei diesen Arschkriechern da bin ich in den Hinterhalt geraten. Die sind das, die bewegen sich da immer an der am Rand entlang. So, ja, mit Gatwin machen wir mal den Drachenspalter. Dann denke ich mal, wird es das auch gewesen sein. Ups, jetzt bin ich gegen meine Mikrofonvorrichtung gestoßen. Also gegen meine, gegen meinen DVD-Stapel. So, ja, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ich frag mich, wieso der PC jetzt wieder so rührt, was der da jetzt wieder im Hintergrund für Sachen fabriziert. Aber ist ja auch egal.
auf jeden Fall sehr schön, dass ja, dass es gut vorangeht. Kann man ja eindeutig so sagen. Fina hat eine Stufe höher, sehr schön. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Ich laufe da genau hier in diesem Bach habe ich das gemacht. Genau, man kann sich dann einfach da reinstellen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil dann sind wir zu ja zu angeschlagen. Wir werden sowieso hier in diesem Dungeon wahrscheinlich, was ist das? Kraftpilz, okay. Schwachsinn. Also auf gut Deutsch, in diesem Dungeon sowieso öfters mal durch diese Giftflüsse watscheln. Gehen wir erstmal hier lang. Hallo? Wenn es denn mal funktionieren würde. Ja, wieso geht denn das nicht? Scheiße. So. Ja, also ich mache das da halt lieber. Erstens, weil wir zu diesem Zeitpunkt schon mehr ja Zauberpunkte haben als bei den ja Domruinen. So, was ist? Machen wir mal Flammengeschoss mit Justin, damit der es auch mal trainiert. Genau. Und ja, zweitens, weil wir uns einfach da reinstellen können und gar nichts machen müssen. Also die verletzen sich von selbst. Bei den Domruinen war es ja so, dass wir dann immer da gegen diese Fallen laufen mussten. Und ja, ich meine, so kann man ja ganz entspannt einen rauchen gehen oder einen Quickie schieben oder was weiß ich machen. Und muss sich um nichts kümmern. Die verletzen sich von selbst und ja, dann einfach nachher nur noch heilen. Das ist doch sehr viel entspannter. Ja, einziger Nachteil ist, wie gesagt, dass es halt keinen Speicherkegel direkt daneben gibt. Das wäre natürlich optimal. So, ja, hier gibt es viele von diesen Gegnern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich alle hundertprozentig machen werde, weil hier auch so viele Zweiergruppen sind, auf die ich jetzt eigentlich keinen Bock habe. Also, aber die Vierergruppen gucke ich schon, dass ich die irgendwie mache. So, machen wir mal Schockwelle mit Justin. Tja, jetzt warst du einmal dran und jetzt ist er wieder immer der Letzte. Das ist wirklich tragisch. Nix hier mit Plagensporen. Die haben sie wohl nicht mehr alle. Ja, in diesem Part werden wir ja vermutlich zum Taifunturm kommen. Ich hoffe, ja. Ich muss das nachher nicht noch schneiden, weil das doch ein etwas längerer Weg ist. Es sind hier auch zwei, also dieser Dungeon hat zwei Teile. So, jetzt gehe ich erstmal wieder hier lang. Okay, hier gibt's jetzt nichts weiter. Hier gibt's nur hübsche Jungs. Ich habe früher immer gesagt, hübsche Monster sind immer hübsche Jungs. Weil sie ja wirklich besonders hübsch sind. So, dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt habe ich mich natürlich wieder mal verletzt. Toll. Toltet. Okay, ich gehe erstmal da hinten lang. Oh, und gerate gleich mal in den Hinterhalt. Ja. Und Sue ist gleich weg. Okay, also die haben diese Plagensporen gemacht, aber es hat zum Glück nichts, hat meinen Leuten zum Glück nichts ausgemacht. War jetzt auch nicht so effektiv. Aber vielleicht sollte ich dann jetzt doch gleich mal irgendwie mit Fina kurz mal heilen. Weil die sind jetzt doch schon arg angeschlagen. Also da seht ihr auch, dass es ja durchaus viel, dass die Charaktere durchaus sehr viel Schaden nehmen durch diesen, durch diese Giftflüsse da. So, wo könnte ich jetzt hingehen? Ich habe irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren. So, jetzt heile ich mich erstmal schnell.
So, einmal muss jetzt erstmal reichen. Gehen wir mal hier lang und dann da hoch. Gucken, wo wir dann. Ah ja, genau. Hier geht es dann, glaube ich, auch weiter. Ein Item will ich hier auf jeden Fall haben, das es hier gibt. Ich hoffe, ich finde das relativ zügig. Gut, ja, schlimmer können wir leider nicht machen, weil ja, diese Viecher hier dagegen immun sind. So, ja, soweit ich mich erinnern kann. So, und dann können wir jetzt hier unsere Waffen noch ein bisschen skillen und Sue kann auch nochmal mit ihrem Bogen draufhalten. Sehr schön. Ja, wir kriegen hier lauter unnützes Zeug hier, diesen Impfstoff. Ich glaube, da haben wir sowieso noch einmal im Inventar. Okay, ich meine, wenn wir natürlich verplagt sind, dann heilt uns das. Das ist von daher natürlich schon nützlich, aber ja, wenn wir dann zu viel davon kriegen, dann nimmt's einfach nur Platz im Inventar weg und das ist Schiete. So, wie komme ich jetzt da hinten bitte schön hin? Ah, okay, hier so drüber laufen. Das geht. So, Technikpilz, wahrscheinlich auch wieder irgendein nutzloser Gegenstand, den wir überhaupt nicht brauchen können. So, da hinten müssen wir, glaube ich, nachher lang. Gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, da hinten irgendwo war auch das Item, das ich suche. So, Sue darf mal wieder als Erster anfangen. Und, das wollte ich nicht. Scheiße! Ich wollte eigentlich Puffy feuern, nicht Feuerlöscher. Ich trottel. Ah. Naja. Kann es leider nicht rückgängig machen, wenn ich es einmal gedrückt habe. Ach, egal. Ja, ich wollte Puffy Feuer, weil das halt mit Feuer noch ja, sehr wirksam ist. Jetzt kann ich das leider nicht mehr machen, weil sie jetzt nicht mehr die ja, Sonderpunkte dafür hat. Gut, naja, ist ärgerlich, aber davon geht die Welt auch nicht unter. Aber dann hätte sie auf jeden Fall jetzt Feuersäule gelernt. Wir können ja mal gucken, wie viel. Ja, 36, also das reicht hinten und vorne nicht. So, machen wir mal Sepp. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und sie ist ja auch die Einzige, die das kann. Aus unserer Party. Ich kann ja auch mal. Ach nee, ja, keine Verteidigung mache ich jetzt, glaube ich, hier nicht, weil. Soweit ich mich erinnern kann, sind diese Plumpschimmel dagegen immun. Ich weiß gar nicht genau, heißen die Plumpschimmel oder. Also in dem Dungeon vorher hießen sie auf jeden Fall Plumpschimmel, aber ich glaube, die sind jetzt hier etwas mutierter, etwas stärker. So, ja, und schon wieder 14 Minuten der Aufnahme um und fast noch nichts geschafft. So, jetzt gehen wir erstmal da drüben hin, weil das ist das Item, das ich suche. Während Gatwin sich hier 100.000 Mal selbst verletzt. Okay. Hier geht's nicht weiter. So, kümmern wir uns erstmal um die zwei da. Also das wird dann wahrscheinlich der erste Dungeon sein, wo ich nicht alles kille. Ja, das ist mir dann eindeutig zu viel. Da würde der Part auch eindeutig zu lang werden. Machen wir mal eine Feuersäule mit Justin. Die stellen sich auch immer so blöd hin, dass es nicht irgendwie alle vier vernünftig treffen kann. Weil die auch so riesig sind, diese Viecher. Okay, also Schimmelvogel heißt der. Ja, sieht trotzdem hübsch aus, da mit seiner
mit seinem kleinen Helmchen da. Ja, und nachdem ich ja in den letzten Wochen viele Panzergeneral-Let's Play-Parts hochgeladen habe, geht's jetzt mal weiter mit Grandia. So, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich jetzt hier lang muss. Hier kann man sich auch leicht verirren. So, ich hoffe, dass... Nee, das ist kein Hinterhalt. Sondern ein Vorteil für mich. Sehr schön. So, ich sollte mit Sue auch irgendwann mal Graben üben. Aber das mache ich jetzt erst noch nicht. Jetzt will ich erstmal sehen, dass ich Heulerschlag und Flammengeschoss lerne. So, Heulerschlag haben wir jetzt schon mal. Sehr schön. So, achso, ja genau, keine Verteidigung hilft bei denen nix. Da machen wir jetzt mal Bumm mit Gatwin. Und, was macht die gute Fina? Die Fee mit dem Na. Die macht auch nochmal Heuler auf die Typen drauf. Ja, Gatwin braucht etwas länger für seine Aktion, das ist leider so. Ich denke mal, wenn wir den noch ein bisschen trainieren, dann wird das vielleicht auch werden, dass es etwas schneller geht. Wir können ja mal gucken, ob Sue noch schnell, nochmal schnell Graben machen kann. Einzige Problem ist, dass ihre Zauberpunkte jetzt fast gleich aufgebraucht sind. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht so. Und Fina hat Feuerpeitsche gelernt. Yeah! Das ist eine sehr, sehr mächtige Attacke. Die kann ich euch vielleicht auch nachher mal zeigen. So, ja. Sue lernt jetzt bald ihren... Ja, Flammengeschoss. Und ja, dann werde ich mich dann wirklich mal intensiv drum kümmern, dass sie Graben lernt. Ja, gibt's das denn? So, ich habe echt überhaupt keinen Plan, wo ich hier bin, aber sieht zumindest so aus, als ob ich hier schon die ganzen Monster abgefertigt hätte. Ach, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Hahaha. Jetzt weiß ich doch, wo wir sind. Sieh mal einer an. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Und tun wir mal diesen Einzelnen da killen. Der steht so blöd im Weg rum. So, ja, jetzt sollte ich mit Fina auch demnächst mal wieder heilen. Wir haben, glaube ich, auch noch einen Zaubertrank im Inventar. Die könnten wir vielleicht auch nochmal nehmen. Aber damit warte ich jetzt erstmal, bis auch bei den anderen die Zauberpunkte etwas ja, niedrig sind. Weil das wäre dann auch für Sue ganz nützlich, weil sie ja jetzt nur noch irgendwie 3 oder 4 Zauberpunkte hat, Stufe 1. Damit kommt sie ja nicht mehr weit. So... Ja, wartet mal kurz. Ich heile jetzt nochmal schnell mit der guten Fina. Ja, warum mache ich das mit Fina und warum nicht mit Justin? Der kann ja jetzt auch heilen und ja, ist wesentlich... Ist noch nicht so weit wie Fina mit Wasser, aber... Das hat er euch ja mal, glaube ich, erzählt, dass Fina ja irgendwann diesen Zauber lernen kann, wo sie 99 Wasser, 99... Komme ich jetzt da oben hoch? Hallo? 99 Wasser und 99 Luft braucht und ja,
Toll, Hinterhalt, super. Genau, und damit ich irgendwie das da überhaupt mal eine realistische Chance habe, lasse ich eigentlich Fina die ganzen ja, Heilsachen machen und die anderen tue ich dann halt nur so nebenbei mal ja, durch Selbstverletzungen trainieren. Hier auf der ersten CD geht es eigentlich ganz gut. Auf der zweiten gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo man sich selber verletzen kann. Das ist ein bisschen schade. Oder ja gut, es gibt schon einige, aber das Problem ist dann halt immer, dass es halt irgendwie mitten im Dungeon ist, wo halt auch kein Speicherplatz jetzt so richtig vernünftig ist. So. Hallo? Achso, ich sollte auf X und nicht auf C drücken. Ich habe das übrigens so gelegt, die Steuerung, das war jetzt wieder der falsche Knopf. Ich habe die Steuerung so gelegt wie bei der PlayStation. Also, ja. Ein schwerer Regen fällt. Es scheint, als ob der Schutz der Geister sich allmählich auflöst. Wir sollten zurückgehen. Es ist gewiss gefährlich, weiterzugehen. Es ist okay, Fina. Ich bin noch bei dir, nicht wahr? Nein, du verstehst nicht. Ich habe bei der Sache ein ungutes Gefühl. Ja, also ich habe X, dann habe ich K wie Kreis und irgendwo war doch hier noch Geld. Wo waren das jetzt hier? Sag mal. Genau, D wie Dreieck und V wie Viereck, aber ich glaube, Viereck brauche ich jetzt gar nicht so. Bei dem, sie sind. Ah, da ist das Geld. So. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, Viereck, ich weiß gar nicht, was muss man denn mit Viereck machen bei dem Spiel? Also ich kann mich nur dran erinnern, also K, zum Beispiel Kreisrennen, da drücke ich andauernd drauf oder X hier. Zum Beispiel, um das hier weiter zu blättern. Hey, was soll das? Ich brenne am ganzen Körper. Pass auf, der Regen hier ist pures Gift. Gleich wird der Regen rot werden. Wir haben nur noch wenig Zeit. Beeil dich, Justin. Da steht beeil dich. Da fehlt ein E. Ach ja. Also manchmal sind da schon lustige Fehler in dem Spiel. So, laufen wir erstmal hier am Rand entlang. Da sind hier noch ein paar Monster. Die nehmen wir mit. Ah, jetzt ist Fina wieder ziemlich angeschlagen. Also das mit diesem Gift-Ding, das nervt echt ein bisschen. So, jetzt zeige ich euch mal die Feuerpeitsche. Und zwar machen wir mal hier auf den. Ich hoffe, Fina kommt an Gatwin vorbei, dass der nicht im Weg steht. Jo, das ist ein Reichweitenangriff mit einer Feuerpeitsche. Sehr, sehr übles Kino. Das hat denen gar nicht gut gefallen. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch viele ja, Waffen- und Magiepunkte bringen. Also Erfahrungspunkte bringen. Ja, 84, 84. Wenn man die Sachen gerade neu gelernt hat, dann lohnt sich das am meisten, die ja, einzusetzen. Nachher gibt es dann nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Das ist jetzt zum Beispiel mit Sue's Puffyfeuer oder mit Gatwins Drachenspalter genauso. Ich glaube, das ist dann irgendwie, wenn die Attacken gemaxt sind, dann bringen die nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. So. Da ist mitten in dem Giftfluss ein. Ja, wie komme ich jetzt. Ah, okay, so komme ich hier wieder hoch. So, ich wollte gerne mal hier rüber. Dankeschön. Und ich sollte jetzt unbedingt mit Fina wieder heilen. Ja, Fina hat nur noch einen Trefferpunkt und sogar Gatwin ist unter 100 gefallen. Das sieht nicht gut aus. So, machen wir mal mit Fina. Nee, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Diamantenstaub. Also, ich glaube zumindest, dass ich es noch nicht gezeigt hatte. So, was macht denn Gatwin? Gatwin macht
Deadwin macht mal Wow auf Fina. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Wow. Das stärkt die Angriffskraft. Und Justin macht mal Graben. Damit die hier Fina nicht die Arbeit abnehmen. Und ja, dann nachher. Also ihr habt ja gesehen, 14 Erfahrungspunkte braucht das. Also daran kann man schon sehen, dass das eine ziemlich heftige Attacke ist. Und es wäre jetzt unnötig, wenn jetzt nur noch einer da, was weiß ich, 30 hätte und so und die anderen sind schon alle tot und dann noch Diamantenstaub. Ja, aber das ist Diamantenstaub, Angriff so mit Eisklingen. Und die sind jetzt auch gleich alle hier. So, ja, ich sollte jetzt auf jeden Fall wirklich gleich mal mich heilen. Weil wenn ich jetzt in den Hinterhalt gerate, dann ja, sind mit großer Wahrscheinlichkeit Justin, Sue und Fina tot. Und ja, ich glaube, so viele Lebenstränke habe ich auch gar nicht dabei. Das wäre sehr schlecht. Da müsste Gatwin den Rest alleine machen. Genau. So, und Fina hat wieder eine Stufe höher gekriegt. Eine Wasserstufe ist jetzt Stufe 14. Das ist sehr schön, sehr nice. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen lang. Okay, da geht es jetzt schon hoch. Ich wollte eigentlich noch gar nicht hoch. Ich guck mal, ob ich diese... Ja, lauf doch da hoch, Justin. Ja, so, super, wo soll ich denn hier hoch? Ach so, ein Schwachsinn. Wir gehen noch drauf wegen so einem Scheiß. Wo geht's hier hoch? Da hinten. Ach ja. Ich liebe es. Okay. Ja, hier sind neue Gegner. Ich gucke erstmal, was es sonst noch so im Angebot gibt. Ach, von hier kamen wir, ne? Und gleich wieder ein Hinterhalt. Na super. Jetzt sind gleich welche weg. Oh oh. Scheiße. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Ich brauche irgendwas, was effektiv ist und schnell geht. Bitte, Fina, rette uns mit dem Heulerschlag. Na super. Och nö. Das ist doch jetzt wohl echt nicht euer Ernst. Ja, super, interessiert mich jetzt nicht. Ja. Wie machen wir das jetzt? Wir laden jetzt erstmal das Spiel und ich denke mal, ich spiele das jetzt alles nochmal offscreen weiter und... oder ich beende hier einfach diesen Part und im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Taifunberg. Also ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt die Stats ein bisschen ändern. Ich hoffe mal nicht. Oder naja, ich denke mal, es wird sich wahrscheinlich schlecht ändern lassen, aber das ist dann halt leider so. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr schaut dann wieder zu und ich schalte dann wieder ein, sobald ich dann an der Stelle bin, wo ich vorher war. Gut, also bis dann. Ciao, ciao. Na, jetzt.